So, jetzt muss ich nur noch mal hier einmal umschalten. Und muss das Ganze mal wieder einstellen, weil neue Capture Card und so, you know. Hallo? Also, irgendwas stimmt hier nicht. Ich kriege gleich einen zu viel. Was denn jetzt? Warum? Warum zeigt er mir das nicht an? Da sind wir schon. Wir sind gleich soweit, wir haben es gleich geschafft.
Huh? Huh? Somehow it worked. Wie keine Memory Card. Willst du mich verarschen? Hä? Wenn ich das nochmal spielen muss, wird das auf unbestimmte Zeit verschoben. Ihr kennt das Prozedere. Natürlich wäre das Kacke, aber ich, nee. Yeah. What's up, bitch? Yeah. Come on, buddy. Let's go. White Sharky. Hi. So. Oh yeah. Ach Gott, ich dachte, wir wären schon viel weiter. Aber wir haben ja beim letzten Mal irgendwie aufhören müssen. Ich habe ein wenig gegrindet. Glaube, das passt. Bunyan und Bunyan. Meister Fahl. Fähigkeit. Herrschen. Ich habe die PS1 schon in meinem Kopf aus dem Fenster fliegen sehen, aber nur bildlich. Nein. So was mache ich nicht mehr.
So, allerdings weiß ich nicht mehr, oder weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ich erinnere mich, denn wir sind ja hier, wir suchen tatsächlich den Opi, der uns hier verraten hat. Und da geht meine Frage gerade an Lizen. Hatte das, was Reznarok dir sagen wollte, oder fragen wollte, ob er mir das sagen kann, bezüglich der Wegfindung, hat das mit dem Opi zu tun? Also erstmal diese Ja-Nein-Frage. Okay. Hatte nicht mit dem Opi zu tun. Die Gewächshäuser sind voller Gas. Alle Reaktoren stehen still. Was ist los? Ich glaube, das ist das Ende. Gras. Noch ist es hier sicher, denke ich. Aber in allen anderen Gewächshäusern ist Krisgras. 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 Der Direktor ist nicht hier. Die Reaktoren stehen still und überall ist Gas. Diesen Ort kannst du vergessen. Aber wo ist denn der Professor? Wir müssen das Gas aus den Gewächshäusern kriegen. Aber wenn wir die Tore öffnen, werden wir vom Gas erfasst. Ich will nicht an Chris' Vergiftung sterben.
Oh. Jetzt habe ich was entdeckt. Ich dachte, es ist eine gute Idee, das Dach einzuwerfen, damit das Gas entweicht. Dafür habe ich die Steine gesammelt. Jetzt fehlt mir aber die Kraft, sie zu werfen. Was soll ich tun? Wir helfen dir. Hilf mir, danke, du weißt, dass es zu tun ist, oder? Sag es uns. Oh oh. Ihr müsst nur einen Stein auf das Dach des Gewächshauses werfen. Mit der großen Glasscheibe werfen. Wenn ihr Anlauf nehmt und den Stein mit Schwung werft, wird er weit genug fliegen. Ich habe die Stellen markiert, von wo aus ihr die Steine werfen müsst. Ja, möglicherweise vielleicht. Also, in Anbetracht dessen, dass wir diesen eventuellen Fehler gemacht haben, dass ich alle Steine einfach schon... Jo, Tenshin Han, was geht ab? Es war wohl eine schlechte Idee, mit Kries die Ernte steigern zu wollen. Hey, Sinor. Toll gemacht, Dente. Lizen ist schuld. Du hast eindeutig keine vernünftigen Notizen gemacht und mich, deinen Boss, darauf hingewiesen, den richtigen Weg zu gehen. Ups.
Oh no! Hat nicht gereicht. Who's talking? Was jetzt? Diese Farbe. Kriegsgras? Kriegsgas? Mit dem Ofen stimmt etwas nicht. Oh oh. Es ist unbefestigt und rostig. Momo könnte es bestimmt einwerfen. Was? Oh nee, jetzt mach doch nicht den, jetzt... And again, den ganzen Weg reinlaufen. Na, machst du nichts.
Welcher Dödel stellt eigentlich immer wieder die Schalter um, ey? Auch so Drecksau. Verschiedene. Moinsen Balti. Schauen wir mal rein. Aber wenn ich das jetzt noch nicht wollte. Hey, hier ist eine Leiter. Lasst uns runterklettern und sehen, was es dort gibt. Oh Mensch, wenn ich das nicht wollte. Oh Mensch, ich wollte das doch vielleicht nicht. Oh Mensch. Oh Mensch, vielleicht wollte ich doch aber nicht mit Momo noch rein. Oh Mensch. Schau dir diesen Ort an. Hey Ryu, was meinst du, wozu dieser Ort dient? Habt das zum Werk gehört? Vielleicht ist es das geheime Forschungslabor des Direktors. Und dann diese Maschine. Sehr beeindruckend. Ob der Direktor das wohl alles selbst gebaut hat? Oder gab es einen weiteren Ingenieur? Ingenieur? Warte einen Moment. Oh, vergiss es. Los, wir schauen uns ein wenig um. Okay. So, Schmeißfliegen. Die heißen einfach Zitze. Chlor mich doch nicht. Tja. Wohl nicht mit dem Zwiebelboy gerechnet, ne? Die Tür ist elektronisch verriegelt. In der Leiter oder nicht? Nee. Hey. 1, 2, 3. Zack und Schlitz, da war's vorbei. Schalter. Schalter zum Umlegen. Sieht recht kompliziert aus. Zu schwierig, als dass Ryu es verstehen könnte. Ah, ich weiß, was es ist. Es ist ein Relikt aus der Techno-Ära. Und diese Zahl. Gute Besserung für die Zahnschmerzen. Ist dieselbe wie an der Tür, oder? Die 1 für die 1. Mit anderen Worten, das ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel aus der Techno-Ära. Wenn wir das Passwort hier eingeben, öffnen sich die Türen mit derselben Zahl. Möchte jemand versuchen, das Passwort zu erraten? Ohne das Passwort werden wir diese Türen niemals öffnen können. Aber gewöhnlich
wählen die Leute als Passwort etwas wie den Namen eines Freundes oder so. Wie Pellet oder so. Das ist vielleicht etwas zu augenfällig. Zack, ist die Tür offen. Ich glaube es nicht, sie ist offen. So, jetzt kommen wir weiter. Los, weiter geht's. Wir kennen das Passwort noch nicht, aber wir müssten irgendwo einen Hinweis finden. Also erstmal durch die 1 und dann wieder zurück und dann nochmal weiter und dann wieder zurück und so in etwa machen wir das jetzt. Passwort mit SZ sieht so komisch aus für mich, auch wenn es ja nicht falsch ist. Ja, oder nicht falsch war. Flugmann. Kaputt, der Flugmann. Jetzt ist er weg, Mann. Oh, kann heben. In die Schnauze. Keine Ahnung, Mann, und weiß nicht, Mann. Da ist Tür Nummer 3. Und hier ist Tür Nummer 2. Elektronisch verriegelt. Ja, aber wir brauchen natürlich... Ah, hier ist noch eine 1. Ey, Drache. Grischabe. Der Feind wurde aufgerieben. Aber sowas von aufgerieben. Pecker, unser kleiner Zwiebelmann, kennt sich mit Aufreiben gut aus, glaube ich. Ah ja, hier ist noch ein Terminal. Also brauchen wir nicht nochmal komplett zurücklaufen. Immerhin. Nichts. Du fandest Ammoniak. In den Keller. Was ist hier los? Im Raum herrscht Kriegsstrahlung. Zu lange Bestrahlung ist gefährlich. Du kannst hier nicht lange bleiben. Hm.
So. Jetzt können wir wieder schneller laufen. Vielleicht können wir da unten dann auch schneller laufen. Oh. Bäh. Oh nee. Oh, doppel nee. Oh, dreimal nee. Boah. Oh Mann. Das ist halt so abfuck. Ich kann nichts dagegen tun. Puh, ey. Da steht experimentelle Probe Repsol-Samen. Etwa ein Passwort. Weitere Bestrahlung wäre gefährlich. Momo und alle anderen verließen den Raum. Da steht Eingabecode am Hauptmonitor. Oh, wir müssen doch zurück. Oh, oh man. It's over 9000. RIP.
Badadada. So, mit einem O. Wieso stehen wir jetzt hier vor einer Wand? Wow. LOL. Mal sehen. Passwort Repsol. Open the door! Sie ist offen, ich wusste es. Repsol war... Das war der Name meines Vaters. Vermutlich bedeutet das, dass er etwas mit diesem Ort zu tun hatte. Vielleicht hat er ja an einem Experiment gearbeitet. Als ich die Maschinen hier gesehen habe, wusste ich, dass mein Vater damit zu tun hat. Aber ich habe noch nie etwas von all dem hier gehört. Könnte hier mein Vater Dinge gemacht haben, über die zu reden er sich schämte? Kann sein. Ein wahrhaft großer Sieg. Ah, geht ja doch. Rache! Smack. Du fandest Tinte. Aber was soll ich hier tun? Boah, Richard ist einfach auf Platz 1. What the hell?
Es gab mal Zeiten, da haben sich die Boys and Grills hier im Chat zusammengetan und haben ihre Guild zusammengeschmissen, um einen neuen ersten Platz zu schaffen. Ich hätte Momo mal heilen sollen. Ja. Och Mann, ey. Oh, ehrlich, dieses Spiel macht mich fertig. So absolut null Glück bei dem Game. Null. Es hasst mich. Es hasst mich aber komplett, ey. Ich finde das Spiel äußerst geil, aber es ist halt... Es ärgert mich komplett, das Spiel. Das ist halt so richtig... Buch. Schon ordentlich frustrierend. Und hier. This is good. Mal gucken, ich weiß gar nicht, ob Momo überhaupt irgendeine Rüstung anhat, fällt mir gerade mal ein. Ich meine, ich bin jetzt schon so weit in dem Game, warum sollte ich es jetzt noch abbrechen? Das war zwischendurch manchmal richtig furchtbar, aber jetzt habe ich so ein bisschen den Dreh raus. Momo. Ja, die hat was an. Klar.
Wie sind das mit Strangers? Ist das schwer? Jo, habe ich mir noch geholt. Aber ist es denn ein Souls-like oder ist es eher einfach nur ein anderes Final Fantasy? Bin gespannt drauf, wie es ist. Ich finde halt interessant, dass es ja eigentlich ist es ja Final Fantasy 1. Aber sie haben ja keine Kosten und Mühen gescheut, laut Interviews etc. So dass es eine völlig innovative neue Geschichte wird. Basierend eben auf der Original des ersten Teils. Aber halt komplett so abgewandelt. Ich glaube, ich habe mich irgendwie. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ist Nioh nicht ein Souls-like? Gehört das nicht in das Genre mit rein? Schlitz, Schlitz. Oh nein, nicht Knochen. Nicht Knochen. Oh Mann. Ja, weil immer so viel davon geredet worden ist, dass Strangers quasi das. Warte. Das Souls-like unter den Final Fantasy Games sein soll. Aber jo, ich meine, ich werde es ja spätestens dann sehen, wenn ich es spiele. Hä? Eine Notiz liegt auf dem Boden. Sie besagt, gab der Probe Leben, wenn sie bei Projekt AA benutzt. Etwa ein Passwort? Och Mensch, ich hasse diese Viecher mit ihren Scheißknochen. Und trotz Impfung. Trotz Impfung und Ausrüstung kriegt Pekko immer wieder alles an Statusveränderungen ab, was geht.
Ja, mal schauen, wie es dann ist. Also. Meine allererste Reaktion auf das Game, als es zuerst angekündigt worden ist, das allererste Mal, die lässt halt Fragen offen. Was ist das für ein Sinn? Oh nee, ich kann das also umschalten. Und müsste dann trotzdem zurück. Nee, ich verstehe das nicht falsch. Ich habe nur irgendwie versucht zu verstehen, was das für eine Art Spiel ist. Aber ich bin halt einfach gespannt. Also, es sieht halt für mich aus wie ein Action Final Fantasy Game. So. Und es soll halt auf seine Art und Weise irgendwie mal anders erfrischend sein, als normalerweise die Final Fantasy Games so sind. Halt eben anders. I found something. Hört die Stimme der Brut, die im Kreis eingeschlossen ist. Du fandest das Machtgehen. Auf jeden Fall hatten die bei dem, als das Spiel hier gemacht wurde, ein Würfel. Zwei Seiten des Würfels, auf zwei Seiten stand Gift, auf zwei Seiten stand Verwirren und auf zwei Seiten stand Feuerhauch. Ja, bei Breath of Fire. Alle Geisterwesen kriegen erstmal Insta-Death-Attacken. Und bei jedem anderen Mob haben sie dann gewürfelt, ob der Gift, Feuer auch oder verwirren können soll. Ist halt Real Talk. Das muss so sein. Thank you.
Momo lernte verjüngen. Verjüngen. Bam, 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 bam. Mal sehen. Passwort eingeben. AA. Am Arsch. Hey, ist offen. Hier ist übrigens auch noch eine Tür. Da. Jetzt ist nur noch eins übrig. Was dieses AA-Projekt wohl bedeuten mag? Ob es mit der Erhöhung der Lebensqualität zu tun hat? Wie bei den angereicherten Pflanzen? Oder geht es darum, Mutanten herzustellen? Was hat mein Vater vorgehabt? Auf jeden Fall müssen wir Direktor Pallet finden. Nur er kann uns Antwort auf unsere Fragen geben. Ja, oder stimmt. Balti, oder die hatten so einen D&D-Würfel. Ey, kann ich hier schlafen? Oh ja! Nur klar, mir die speichern. Das ist aber herzallerliebst hier jetzt. Das ist aber sehr schmacklich. Eikreut. Was gibt's da? Ach, die vier. Alles klar. Hier müssen wir dann hin. Das Spiel gibt immer, bevor es dir alles nimmt. Ja, genau so meine ich das auch. Deswegen sagte ich ja eben, das Spiel ist super geil, aber es ist. Ach, es ist schon ein ganz schöner. Wenn man das allererste Mal spielt und sich nicht mit auskennt, muss ich sagen, ist man. Da muss man doch schon so ein bisschen resistent sein. Schon an manchen Stellen echt frustrierend. Ich wünschte zum Beispiel, dass ich von Anfang an gewusst hätte mit den Meistern. Aber weißt du, ich habe jetzt nicht mehr dran gedacht. Weißt du, man ist heutzutage so gewohnt, dass du keine Beschreibung mehr. Also entweder du kriegst heutzutage ein Tutorial vorher geschissen, ja, oder eben nix. So, und damals gab es sowieso kein Tutorial, aber es gab ja hin und wieder in den meisten Sachen einen Beipackzettel, also was heißt ein Beipackzettel? Ein Heft. Und in der Hülle von dem Spiel ist ja ein kleines Heftchen. Und da stand das auch alles drin, mit den Meistern, hier, da, alles, wo ich mich zwischendurch drüber geärgert habe. Wo ich mir dann dachte, ja, mein Gott, woher soll ich das wissen vorher? Woher? Ja, ich habe halt dann nicht dran gedacht, dass ich da mal reingucken sollte. Gucken Sie ins Heftchen, Herr Denton. Woher? Du bist still. Hey, das Fliegen mit dicker Arsch machen wir Feuerhauch. Ja, und das bei Breath of Fire war ja jetzt nur so ein kleines Heftchen in der PS1-Hülle mit drin.
Ich muss mal gucken, dass ich mir mal für die Games, für die RPGs, die ich habe, auf jeden Fall nochmal die Spieleberater besorge. Dinger geliebt, die waren meist echt gut gemacht, auf jeden Fall. Oder du hattest Glück und hattest den 500 Seiten Spieleberater. Das mit dem Heftchen ist wie beim Regal aufbauen, dass man die Hirn sagt, von vornherein brauche ich nicht. Ja, genau diesen, so Beschreibung brauchst du nicht. Letztens auch erst mit Krümel. Krümel kommt, gib mir meine Belohnung für Final Fantasy 12 spielen. Und das ist halt der Sephiroth und ich will den so aufbauen und denke mir so, wie geht das? Und hab versucht rumzufummeln und was macht Krümeln? Hier hast du Bedienungsanleitung. Versuch's mal damit. Aber ist halt so, das männliche Hirn so. Da setzt dann der Monkey ein. Bruder, was diese? Ist aber so. Der Mann will was aufbauen, zusammenbauen, anfangen, spielen, oh whatever. Ey, ich habe seit 3 Jahren benutze ich einen Reiskocher, einen Multikocher und koche damit Reis. Der kann noch zig andere Sachen, deswegen heißt der Multikocher. Meinst du, ich habe einmal die Bedienungsanleitung gelesen? Nicht einmal. Guck mal kurz pullern. Ich eile.
Hallo. Hallo. Guten Tag. Was geht los da rein? So. Okay, ich denke, wir müssen hier irgendwie die Dinger hier... Einheit 3. Kriegsdruck 18. An der 2 Kriegsdruck 39. 21. Okay. Und danke für die Fee-Bees. Demon Slayer. Wow. Kriegsgas entweicht aus dem Raum. Passiert da drin etwa etwas? Irgendetwas ist mit diesem Raum. Lasst ihn uns zuerst untersuchen. Oh, aber da ist Treppe nach oben. Oh Mann. Wilven, die Gehirnschnecken sind da! Als ob sie da ist. Der Wolf, mein Herz. Leute, Achtung, alle Schlüpper auf den Kopf setzen. Gehirnschnecken sind da. Unser Baby ist da. Dein Scheiß Ernst, ich hab's so aufgepasst. Ah. Wie sollen wir unser Baby nennen? Erzähl mich. Luna, danke schön für 27 Monate. Thank you.
Herr Uff. Wie kann denn dieses Riesenvieh ausweichen in dem kleinen Raum? Puh. Kleiner als drei, 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 Happy Birthday, kleiner als drei, kleiner als zwei, kleiner als eins. Dankeschön, Luna. Vielen lieben Dank. Uff, das hat Zero aber ordentlich getroffen. War das ein Crit? Das Kräftesteigern jetzt überhaupt, hat das nur für einen Hit gehalten? Wie dumm ist denn das? Die Gehirnschnecke. Das Vieh ist so widerlich. Bam, ba bam, bam. Uff.
Bruh. Och nee, jetzt macht er nicht auch noch Absaugen, ey. Och, komm schon. Oh, Junge. Sag mal, wie viel AP hat denn das Vieh, ey? Zweitausend Jahre später. Eine Ewigkeit später. Jetzt kommt er auch noch mit einem Erdbeben, Alter. Hör auf. Oh nee! Oh nee! Ey! So viel später, das System erzähle zu blöd wurde und sie einen neuen einstellen mussten. Wie war das dann noch? Eine beglichene Schuld an der Menschheit später? Unser Baby ist da. Ist dein Scheiß ernst? Ich hab so aufgepasst. Wie sollen wir unser Baby nennen? Erzähl mich. Moa, was geht? Moa, was geht? Moa? Rodeo, hey. Danke für 27 Monate. Eine Ewigkeit später geht. Ey, wie? Oh, Junge, 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 Junge.
Och nee. Ich hasse Erdbeben. Ach ja. Finally. Kann es sein, dass dieses Werk, was zur experimentellen Erzeugung von Mutanten benutzt wird, Ist Momos Vater etwa daran beteiligt? Ach so. Ups. Ja, ich benutze die Drachenform kaum, weil, keine Ahnung, die versaut mir das, das frisst mir zu viel Mana. Es ist erforderlich, die Druckmesser der Reihe nach anzuordnen, beginnend beim niedrigsten Druck. Die Druckmesser anschauen und sie in aufsteigender Reihenfolge anordnen. Könnte das ein Hinweis zum letzten Passwort sein? Nee.
Und Pecco hat's. Ey, warum? Der hat doch. Ich verstehe das nicht. Ich werde dieses Spiel nie verstehen dahingehend. Ich werde nicht verstehen, warum ich mich so hart gegen sowas wie Statusveränderungen schützen kann und ich trotzdem 99% der Zeit immer eine Statusveränderung bekomme. Fuck it. Das ärgert mich. Mann. Jetzt muss ich trotzdem noch mal zu dem Ordner, weil ich vergessen habe, wie ich sie anordnen soll. Die ersten Dinge wurden geschrieben. Die Druckmesser der Reihe nach anzuordnen, beginnend beim niedrigsten Druck. Aber wie ordne ich die an und wo? Achso, nee, ich habe mir aufgeschrieben. Die Dinger hier. Aber wo ordne ich die an?
Oh oh, Kura geht all in bei der Mission. Over 9000. Mission, Leute, Mission, 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 Mission. Mission! Auf Krümeln geht auch all in. Nee, Dente geht nicht all in, Dente geht Max in. Mehr geht nicht, glaube ich. Das finde ich immer so schön dämlich. Wir beleben Zauber machen. Aber ich habe immer noch nicht gereilt, wo ich das anordnen soll. Soll ich dafür an den Dings gehen? Oh, wow. An der Terminal von Schalter 4? Mal gucken. Ich gehe einfach mal... Ach, nee. Geht es? Kann ich? Oh, war ja klar, Alter. Ehre, Krümel! Gate Set. Ach, puh. Dachte, ich kann mal ein bisschen Gil hingeben, um sie direkt wieder einzurangeln. Muss ich mich noch gedulden?
Was denn das? Was ist denn das, ey? Ich schwöre, da kann man irgendwas lernen. Och, Fu, was macht denn der so Auge? Diese Fähigkeit ist nicht erlernbar. Die will ich ja auch nicht.
Guck mal, das ist ein endloser Kampf, ne? Wenn der alle immer blind machen kann. Den kannst du ja gefühlt gar nicht gewinnen, den Kampf. Das ist halt schon ekelhaft, was der macht. Abhauen, komm. Alter, was ein Kackgegner. So, aber bevor ich an den Terminal gehe, geht's jetzt mal pennen. Alter, der arme Zero, fast tot, ey. Ich meine, ich sag mal so, der wäre ja eigentlich tot gewesen, aber... Ah, jetzt ich verstehe. Das Passwort lautet... 3... 1... 2, 5, 4. Ein anderes. Drei, eins, zwei, fünf, vier. Was? Hä, ich hab's doch aufgeschrieben. Oder habe ich mich verlesen? Beginnend bei dem niedrigsten, oder nicht? E318 Druck. E1 21. E2 39. E5 42. E4 55. Wo ist eigentlich dein Goal hin? It's reached. Kann neues reinmachen, wenn ihr wollt. Wieso ist das falsch? Wieso ist das falsch? Das kann doch gar nicht verkehrt sein. Für PlayStation 2 only der Kaiko.
Ja, für PS1 und 2 der Hyperkin. Weil der von Kaiko kann nur PS2. Wenn du den benutzt und willst mit der PlayStation 2 PS1 Spiele spielen, dann ist kein Bild. Oder es lackert. Keine Ahnung wieso. Ich kenne mich mit der Technik an sich nicht aus. So, warte mal. Jetzt war es noch was anderes. Gibt's auch nicht. Ich verstehe es aber nicht. Keine Ahnung, warum das so ging. Ich habe es aufgeschrieben und trotzdem war es verkehrt. Los, machen wir ein bisschen schneller. Sonst schließt sich die Tür wieder, was? Oder ändert sich der Druck? Das kann natürlich sein, ne? PS2, ich brauche, da gibt es noch eine, die ich brauche. Beziehungsweise zwei. Was heißt brauch? Irgendwann mal für die Sammlung, ja. Ja, einmal die Slim in Pink. Und einmal gibt es noch eine fette PS2 in Blau. Ich meine, die war blau. Ich habe jetzt eine schwarze und eine silberne. Und ich meine, es gibt noch eine blaue. Klugring. Und die von Findet Nemo? Wie von Findet Nemo? Es gibt eine von Findet Nemo. Erhöht die Intelligenz. Oha! Erhöht die Intelligenz einfach direkt mal um 30. Erhöht die Willenskraft. Erhöhe die Trefferquote, das nehme ich mal.
Listen, ich habe das genau gesehen. Hab ich wohl. Ich muss aufpassen, was ich erzähle. Ja, garantiert aufgeschrieben. Kennt doch die Frau. Aha! Bald, Mutter, bald kann ich dich wieder zum Leben erwecken. Mit diesem Elixier, das ich aus Grieserz und Yggdrasilsaft gebraut habe, kann ich dich wieder zum Leben erwecken. Nee, ich hab ganze 3 Tage geschafft. Oder? Hab ich gestern auch schon wieder was erzählt? Bis zur Perfektion habe ich immer wieder der Versuche durchgeführt. Wir wollen doch nicht, dass du als gemeiner Mutant zurückkommst, oder? Ja. Keine Angst, Mutter. Ich sorge dafür, dass du nicht wie eine hässliche Zwiebel oder so etwas aussiehst. Ach, die Kallax. Ja, die. Wie will Lizen die hierher kriegen? Die kriegst du A nicht mehr zu kaufen bei Ikea direkt, sondern nur noch per Kleinanzeigen. Und das musst du ja meistens abholen. Was? Wer bist du? Momo? Endlich haben wir sie gefunden, Direktor. Würden Sie uns nun erzählen, was hier vor sich geht? Was ist das für ein Ort? Warum verließen Sie einfach das Werk? Was meinst du, Momo? Ich habe an einer neuen Sorte angereicherten Korns gearbeitet. Lügner! Wir haben gehört, wie Sie darüber sprachen, Ihre tote Mutter wieder zu beleben. Was? Ich wollte nur meine Mutter... Ihre Experimente, bei denen Sie Kris benutzen, verursachen die Mutanten, nicht wahr? Ihre Versuche, Ihre tote Mutter wieder zum Leben zu erwecken. Schweig! Was weißt du schon? Warum ist es okay, Kris zu nutzen, um neues Leben mit Hilfe des angereicherten Krons zu erschaffen? Aber nicht, um einer Mutter neues Leben zu schenken? Du riechst doch selber schon nach Erde. Außerdem war es dein Vater, Ripsol, der diese Maschinerie als erster in Gang setzte. Mein Vater. Er war derjenige, der zum Yggdrasil ging, den Saft holte und ihn in die Maschine füllte, weil er hoffte, seine tote Frau wieder zum Leben erwecken zu können. Was? Es war eine große Entdeckung. Wir konnten die Essenz dieses nutzlosen Baums Yggdrasil mit dem Kris verbinden, um neues Leben zu schaffen. Und dennoch hat der Dummkopf Ripsol gesagt, es verstoße gegen die Gesetze der Natur. Es sei falsch. Und dann stoppte er die Experimente einfach.
Warum? Was ist daran falsch? Jeder, der einen seiner Lieben verlor, wünscht sich seine Rückkehr. Ich höre nicht auf. Ich kann nicht. Wen juckt's, was der Baum sagt gegen die Natur? Ist es nicht natürlich, unsere Ressourcen zu nutzen? Siehst du das? Das haben wir aus Yggdrasil extrahiert. Die Essenz des Bewusstseins selbst. Oh, er gönnt sich. Ich werde mich jetzt verwandeln. Ich kann dann meine Mutter vor allem, was uns bedroht, schützen. Vor dir zum Beispiel. Los, verwandle dich in den Kackhaufen, los! Dann zerfließe in den Gulli. Gehirnpilz, passend zu der Gehirnschnecke vorhin, ey. Protektor! Wow! Was ein Damage! Was ein Damage der macht! Besteigen. Ich will es mal versuchen. Und zwar, nee, was haben wir denn hier? Schatten. Macht. Dorn. Warte mal, je mehr ich reinmache, desto mehr AP kostet's. Hey, was für AP? SP und MP habe ich doch. Einfach tryen. Einfach mal ausprobieren. Was soll der Geiz? Rache! Putz! Mehr als ein Drache können wir ja gar nicht werden. Behemoth! So. Komet. Ihhh, der schmeißt mit Mini-Gehirnen. Uff. Versuchen wir das mal. Ach, hör auf.
Schmeiß einfach mit dem Mond, Alter. Das machen wir jetzt noch eine Runde. Tempo. Bio Angriff, Peko Schutz. Ui. Yo, was zum Teufel geht denn ab, Junge? Wow. Wait a minute. Das ist eine Dings-Attacke, eine Fire-Attack. Also müssen wir jetzt bei Rio mal ich kann nicht ausrüsten, oder? Schade. Yo, Alter, das mit dem Mond ist mein Ding, bruh! You kidding me? Nice. Yo, ich weiß nicht, irgendwie das der Gegner, ne? Ich krieg's einfach nicht aus dem Kopf. Super Mario. Der frisst eine Blume, verwandelt sich, frisst einen Pilz, wird größer. Das sieht aus, als hätte Toad jetzt einfach einen Mario gefressen, wegen dem blau-roten Gehirn einfach. Ich weiß nicht. Mein Brain ist kaputt. Oh nein, er schmeißt wieder einen Mond.
Was für ein Knecht, Alter. Auf einmal ist er so schnell, Oba. Das ist jetzt schon echt fucking räudig, muss ich mal ganz kurz erwähnen. Ey, und ich kann sie nicht wiederholen. Doch, kann ich schon mit so einer verschissenen Ammoniak. Aber bringt ja eh nichts, weil er schmeißt jetzt sowieso wieder einen Mond. Okay, vielleicht jetzt nicht, aber als nächstes. Lucky Luke! Ich hatte mal Glück. Los, Mumu. Ja, keine Ahnung, wo der die Monde hernimmt. Ist wie bei Dragon Ball. Wahrscheinlich explodiert der Mond und dann ist doch wieder einer da. So habe ich es gern, wenn der Pekko angreift. Pekko im Verteidigungsmodus, immer gleich Rache hinterher. Bam. Jo, er schmeißt wieder einen Mond, ey. Bruh. Oh, shit. Ey, yo, Momo. Bitte. Was macht denn der jetzt? Yo. Spinnt der oder was? Der ein bisschen doof ist? Oh.
Oh nein, 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 nein! Ich hasse diese Attacke, Alter. Was ist mit ihm? Ey, come on. Das ist jetzt richtig räudig. Das ist ein Witz. Das ist doch gerade echt ein Witz, oder was? Ach komm! Und genau das regt mich an dem Spiel auf, Alter. Die Gegner haben so viele AOE-Attacken. Du hast nicht mal die Chance, dich vernünftig dagegen zu heilen. Gar nichts. Ohne Scheiß, Alter. Nee, ich habe auch keine Lust mehr heute. Das Spiel regt mich zu sehr auf. Oh, ich hoffe, ich habe das bald durchgespielt, ehrlich. Doch, das Spiel geht noch eine ganze Ecke, glaube ich. Wie mich das abfuckt jetzt. Ohne Scheiß. Da frage ich mich, wofür ich in dem letzten Stream, wo wir das Spiel spielen konnten, wofür ich gegrindet habe. Für gar nichts? Mann, da.
Hey, grinden und so an sich stört mich ja gar nicht. Ich grinde gerne. Aber ich habe noch kein Spiel gespielt, bei dem das Grinden so unbelohnend ist wie bei dem Game. Ich kann hier 12 Stunden Stream machen, grinden und habe 3 Level geschafft oder so. Dauert halt einfach ewig. Ewig. Schlimmer als Final Fantasy 3. Nee, nee, nee. Ich will auch erstmal raus dann für heute, weil das ich will mich nicht noch weiter aufregen. Den jetzt nochmal machen, um dann nochmal zu verlieren. Zum Glück habe ich wenigstens einmal zwischendurch gespeichert. Sowas regt mich nur auf. Ich habe keinen Bock zu ragen. Also ich bin ja schon drin. In the Rage Mode. Das wird noch ein bisschen Zeit brauchen, bis wir das Spiel geschafft haben, ey. Junge. So, Freunde. Danke für den schönen Stream. Danke für den Support. Danke für Subs und Resubs. Und sorry, dass ich dann jetzt schon weg bin. Aber ich glaube, mit insgesamt 7 oder 8 Stunden, die wir heute gestreamt haben, sind wir gut dabei. Morgen bin ich wieder da. Morgen versuchen wir den auch mal, den Dude. Ne? Ja, 2,5 Stunden Breath of Fire. Vergiss die 5,5 Stunden Life is Strange nicht davor. Bis denn.